Hallöchen Leute, da sind wir zurück bei Okami. Im letzten Part haben wir die letzte Zutat gefunden und die Vorspeise, die da hinten liegt, ist für Orochi fertig und wir sind jetzt vor dem Thronsaal von ihm. Wir stehen vor diesem verheißungsvollen Aufstieg. Ich habe ein bisschen Angst. Auf geht's. Viel mehr können wir nicht tun. Außer das, was uns jetzt bevorsteht. Ich hoffe, wir können Kushi retten. Ich mag mich gar nicht nach oben zu schauen. Oh Gott. Nach vorne. Das macht einem schon ein bisschen Angst. Wirklich zu End, wie so Endgame. Aber wir wollten es so und auf geht's ins Verderben. Amy, sieh mal, hier drüben. Kushi. Oh, wilder Gott, der Himmel. 100 Jahre sind vergangen, seitdem du mich eingesperrt hast. Wie kann es sein, dass du wieder herkommst, nachdem du gestorben bist und dich in Stein verwandelt hast? 100 Jahre in einer kalten, steinigen Gruft. Du stinkst nach Verwesung. Ich habe genug gehört. Das reicht, Großer. Ich will nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich machen muss. Scheint wohl nichts zu bringen. Dieser Cheater hat ein Schutzschild. Was sollen wir jetzt tun? Irgendwelche klugen Ideen, Fallknäuel? Kushi. Lauf, Kushi, lauf! Bleib sofort stehen, elender Lindwurm. Susanoo! Du bist gekommen. Ich wusste, dass du kommen würdest. Keine Angst, Susanoo ist hier. Orochi und ich haben eine Rechnung zu begleichen. Alter! Lange habe ich auf deine Ankunft gewartet, oh Nachfahre von Nagi. Nun werden wir uns diesem brennenden Verlangen hingeben, das uns beide verzehrt. Die Nachfahren von Nagi haben mich hier für 100 Jahre eingesperrt. Aber jetzt ist es diese verfluchte Blutlinie, welche meine wahre Macht entfesseln wird. Ein Pakt zwischen Nagis Nachfahren und mir, dem großen Orochi, soll mir finstere Kräfte geben, jenseits aller Vorstellungskraft.
Lass uns diesen Blutpakt für alle Ewigkeit besiegeln. Was zur Hölle spricht dieser Lindwurm da? Ein Blutpakt mit Susanne wird die wahre Macht von Orochi entfesseln? Oh, er, der Machtzug, deine erste Chance ist vertan. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, unseren ewigen Bund zu besiegeln. Sprich die Worte, ich wünsche Finsternis über die Welt. Sprich dieses Gebet zu mir und besiegle unseren Blutpakt. Auch du sollst finstere Kräfte jenseits aller Vorstellungskraft haben. Orochi führt Susanoo in Versuchung. Ich wette, dieser verschlagene Lindwurm war es, der dem Alten die Albträume beschert hat. Jetzt sprich das Gebet. Lass die Worte ganz tief in dir heraus. Wiederhole die Worte unseres Blutpaktes. Oh, ich werde gar nichts dergleichen tun. Ich bin der Nachfahre von Nagi. Merke dir, ich bin Susanoo, größte Krieger aller Zeiten. Höre, widerwärtiger Lindwurm, der du Gewalt dieser hilflosen Frau antun willst. Deine Zeit ist vorüber. Spüre den Zorn meiner treuen Klinge. Närrische Bestie. Hast du wirklich geglaubt, dass du mich täuschen könntest? Der einzige Pakt, der für mich wichtig ist, ist der meiner Blutlinie. Wenn es mein Schicksal ist, im Kampf gegen das Böse zu fallen, dann das sei es so. Ich brauche keine Hilfe, weder von Göttern noch Dämonen. Die heroische Blutlinie zu Nagi ist alles, was ich benötige, um dich zu besiegen. Glitzernder Goldsake. Ist es der 8 Purification-Sake, Amy? Es scheint mir ganz so. Susanoo und Kushi haben ein Wunder vollbracht. Zeig deine Magie einzusetzen, Amy. Dann auf geht's. Jetzt weiß ich auch, wie man richtig kämpft. Ja, guck mich nur an. Dein hässliches Gesicht macht uns keine Angst, du Riesenwurm. Schnell, Amy, der Sake. Ja, er gibt natürlich einen auf den Mund. Lalala. Das weiß ich doch. Ich habe das Spiel schon mal gespielt. Autsch. Es klappt. Hehe. Nimm das, du Riesenwurm. Mach weiter, Amy. Wir müssen erstmal alle betrunken machen, oder? Ich weiß es nicht. Na los. So. Zack, der zweite. Alter, das verfolgt mich. Oh, wir können trotzdem noch die Pinseltechnik einsetzen. Ist sehr lustig. Wasser. Geh weg. Wasser, geh weg. Schön.
Oh nein, nicht nochmal. Nicht nochmal. Wieso? Alter, mein Hals. So, das wollte ich doch nur. Zack. Oh, Gewitter. Gewitter, Blitze. Das sind kleine Viecher hier. Na los. Ah, ich mag nochmal, weil ich weggegangen bin. Autsch. Hallo, hier bin ich. Schön. Zack. Und drei fehlen uns noch. Mist. Schön, dass während der Attacke noch brüllt. So, noch zwei. Autsch. Es läuft nicht sehr gut mit den Attacken, aber egal. Ich weiß nicht, ich habe alle unten eine Lebensanzeige. Ich glaube, ich muss sie gleich auch nochmal alle. Wow. Ja, das klappt nicht. Zack. Der letzte ist besoffen. Ja, wir sind fast tot, okay. Ja, du hast doch schon. Mal, der ist fertig. Aber jetzt nicht nachlassen. Mach die anderen Köpfe auch betrunken. Wir müssen alle komplett betrunken machen. Aha. Okay. Ich habe es verstanden. So. Und zwei. Außer Gefecht. Das ist ein bisschen blöd, wenn man nichts sieht. Oh. Auf zur Glocke. Ich frage mich eigentlich, wo Kushi ist. Ich setze mal einen Exorzismus-Ding ein. Ich glaube, das geht schneller. Und zack. Oh Gott, weiter geht's mit den Kämpfen. Der Wurm ist fertig. Sieht so aus, als hätte sich die Sperre aufgelöst. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du Orochi mit deinen Waffen und deinen Pinseln den Rest geben. Das ist überhaupt nicht unfair, das so zu machen, aber egal. Es gibt die Möglichkeit im Spiel. Nummer 1 wäre besiegt. Ich wusste schon, warum ich das alles in ein Part packen wollte. Also kann man es auch machen. Das dauert noch ein bisschen. Und zack. Nummer 2 ist down. Hallöchen, Nummer 3. Ja. Ist eigentlich nicht so ein sonderlich schwerer Kampf, wenn man weiß, wie man es machen muss. Das wirkt halt vor allem sehr wie ein Endkampf.
Ja, du richtest dich nicht mit auf. Zack. Wir machen ja auch keine so schweren Angriffe mehr. Das ist echt praktisch. Aber nicht, ich weiß gar nicht, ob man den Kampf irgendwie ein bisschen schneller vonstatten laufen lassen kann. So kurz bevor aufschreckt. Exorzismus drauf. Was? Was? Stimme. Tut mir leid. Jetzt sicher so im Räusperer, vor allem in einem Endkampf. Aber es geht gerade nicht anders. Ich sehe Feuer überall. So, noch drei fehlen. Dann haben wir es geschafft. Na los. Da können wir so angucken. Das geht alles ganz gut. Das ist halt ein sehr taktischer Kampf. Man muss halt. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Zack. Und zwei Kill noch mal. Dann los, Kreis zu. Und Brille. Dankeschön. Und ich weiß nicht, ob man es auch so schaffen könnte. Ich habe ein bisschen Angst, aber dass sie wieder aufschreckt. Deswegen. Exorzismus-Dinger sind schon sehr, sehr praktisch. Und der letzte. Den habe ich jetzt nicht getroffen. Mist. Zack. Trinke den Sack und werde besoffen. Gut. Schon mal was schaffen. Ich könnte mal versuchen, ob wir es im Eimer schaffen. Ja, man hätte es im Eimer geschafft. Scheiße. Oder ja, egal. Das beweist eigentlich nur, dass der Kampf doch nicht so schwer ist. Die Zeit ist gekommen. Oh, geheiligter Mond, der Himmel. Komm mal vor und durchstoße die Finsternis. Wohne dem Untergang der Bestie. Durch mein treues Schwert Tuhemboku aber bei. Hat der Mond gesagt? Stimmt, die Legende besagt, dass der Mond schien, als Lucky Orochi erschlug. Dann zeichnen wir mal einen Mond. Hey, nun nach hinten, lass schon den Mond. Ja, mach ich doch. Vielleicht andersrum. Sehr schön. Susanoo-Stil, Klinge der Wahrheit. Schön, dass wir das jetzt wieder. Wow. Das war ja wunderschön. Ist das alles, was du zu bieten hast? Ich werde dir zeigen, wie man richtig kämpft. Ja, dann. Mach das bitte so, dass ich auch die Köpfe treffe. Drei.
Hier, ich mach das irgendwie mal von links nach rechts. Zack. Ja, das könnte... Ah, es hat doch gereicht. Sehr schön. Und der letzte ist noch übrig. Beende es, Amy. Nein, Bill. Diesmal werde ich das alleine machen. Jetzt das Stärkste in dem Susanoo-Stil-Kampfkünsten. Göttlicher Spalter. Liebste Kushi, genau wie du dein Leben dem Sackebraun verschrieben hast, so ist das Schwert alles, was ich kenne. Ich habe versagt. Ich habe die schreckliche Bestie auf die Welt losgelassen. Ich habe dem Bösen erlaubt, mein Urteil zu trüben. Wer bin ich, dass ich das Recht beanspruche, ein Schwert zu führen? Ach, es gibt für mich keinen Grund zu leben. Oh, Susanoo, warum blickst du so finster drein? Komm schon, lache, so wie du es normalerweise machst. So wie du jetzt gerade aussiehst, macht es die Monster nur noch stärker. Komm schon, lach doch bitte. Ja, wie du es tust, wenn du jedes Jahr bei der Reisernte hilfst. Erhalten ein göttliches Instrument. Tsumugari. Ja. Das erinnert aber den totalen Fürsturmangriff mit Orochis Schwert. Und so kam es, dass 100 Jahre nach seiner ersten Niederlage der schreckliche Orochi dem Angriff Amaterasus und Susanoos unterlag. Als der faulige Aten den verfluchten Körper von Orochi verlassen hatte, war der Fluch aufgehoben und ein mächtiges Schwert, bekannt als Tsumugari, erschien. Es war die Wiedergeburt von Tsukuyomi, welches von Orochi verschlungen gewesen war. Mit dieser neuen Klinge ausgestattet, bereitete sich Amaterasu auf neue Abenteuer vor. In diesem Moment verließ eine mysteriöse Kraft den Leichnam von Orochi, teilte sich und flog in alle Himmelsrichtungen davon. Zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, was das für eine Kraft war. Die Wahrheit war, dass nun die wahre Katastrophe über die Welt hereinbrach. Aber für den Moment genoss Kamiki eine neue Ära des Friedens. Unsere Geschichte jedoch ist noch lange nicht zu Ende. Eigentlich hat sie gerade erst begonnen. Der Spaß hat gerade erst angefangen, Amy. Ich meine, wir können doch ein so großartiges Abenteuer nicht einfach so enden lassen. Und jetzt lass dein berühmtes Siegesgeheul erschallen. Sie sind nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte, die Kampfstats. Aber wie gesagt, das war noch nicht das Ende.
Endlich. Endlich ist die Zeit gekommen. Die unzertrennbare Bande zwischen Himmel und Erde. Waka, die Situation ist sehr dringend geworden. Du musst sofort zur Stadt zurückkommen. Alright. Aber Tarasu, du magst Orochi für diesmal besiegt haben. Aber glaube nicht, dass es nächstes Mal wieder so einfach wird. Oh, oh. Hey, guck dir diesen sternklaren Himmel an. Ich weiß, dass sie irgendwo da oben sind, meine pelzigen Freundin. Diese Konstellation der Pinselgötter warten nur darauf, gefunden zu werden. Oh, ein Feuerwerk. Wow, das muss ein Knaller von Tama sein. Ich frage mich, ob die Dorfbewohner bereits wissen, dass Orochi tot ist. Ah, ich weiß. Das muss das Fest sein. Sie haben gerade mit dem jährlichen Kamiki-Festival angefangen. Ach genau, Zeit zu feiern, völlig neu. Zurück ins Dorf, schnell. Ja, ich möchte das Spiel speichern. Und damit auch die Part beenden. Im nächsten Part werden wir dann mal ins Dorf zurückschauen und schauen, was dort so abgeht. Ich weiß jetzt nicht, was noch als nächstes kommt. Aber ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und mal schauen, wie unsere Reise im nächsten Part weitergeht. Es wartet ja noch einiges auf uns, die Stadt, wie wir gehört haben, und auch noch sehr viele andere Orte, wie ich schon anteasern kann. Aber mal schauen, was für eine finstere Macht auf uns wartet. Ich bin sehr gespannt, aber ich freue mich auf den nächsten Part. Bis dahin, Leute. Macht's gut und ciao.